Iličević. Da ist der Ball weg. Schussversuch. Klasse aufgepasst vom Torwart. Standards können eine Waffe sein. Mal sehen, wie die Ecke wird. Gibt erneut Eckball. Eigner. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Schuss. Pfosten. Holtby. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Oczipka. Reinhardt. Der Ball ist kein Problem für den Torhüter. Da kommt der Schuss. Souverän, er hat den Ball. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Der Ball wurde gut weggefaustet. Und jetzt ein Schuss. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Jetzt gibt es eine Ecke, könnte gefährlich werden. Ja, da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Ja, kein richtiger Druck dahinter und so kann er ihn nicht platzieren. Viel zu schwach, dieser Abschluss. Snodgrass. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Die Flanke kommt gut rein. Da fängt er die Flanke ab. Hier sehen wir den nächsten Gegner der Eintracht eingeblendet. Es geht gegen Schalke. Im nächsten Spiel in der Bundesliga eine echte Herausforderung. Es wird schwer. Kaccia. Iličević. Er schießt. Das war gut gemacht. Der wäre fast drin gewesen. Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Oczipka. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Gucken wir auf die Grafik, da sehen wir die Anzahl der Fouls bisher. Das war kein Problem für Sie, er hält den Freistoß sicher. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Schießt er ihn rein. Ui, das war eng. Der Ball geht am Pfosten vorbei. Gut mitgespielt vom Torhüter, er fängt den Ball ab. Und jetzt der Schuss. Und den kann er nicht halten, obwohl er noch dran war. Ein weiteres Tor. Sie scheinen das hier bis zum Ende ganz seriös durchzuziehen. Keine guten Nachrichten für den Gegner. Nee, Wolf, nicht wirklich. Die haben jetzt alle Hände voll zu tun, um eine noch höhere Pleite zu verhindern.
gefährliche Flanke. Er nimmt sie direkt. Ein fantastischer Treffer. Und da macht er sein zweites Tor. Also, das sind Millimeter, die hier dafür sorgen, dass der Ball doch noch ins Netz geht. Genau gezielt. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht's 5:0. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Jetzt spielen die Gäste verstärkt auf Abseits. Mal sehen, ob die Verteidiger das konsequent umsetzen können. Snodgrass. Kaccha. Seferovic. Aaron Hunt. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Ilicevic. Schussversuch. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Reinhardt. Aigner. Flanke kommt, wird das eine Chance? Ich gebe es ganz offen zu, mit so einer eindeutigen Kiste hätte ich hier nicht gerechnet. Ja, überrascht mich ebenfalls, aber die alte Regel gilt auch heute. Wer gewinnen will, muss Tore schießen. Und das gelingt eben vor allem einer Mannschaft. Zambrano. Aaron Hunt. Holtby. Gute Flanke. Per Kopfball. Die Kopfballstarken sind mit vorne, gleich kommt die Ecke. Den Köpfer, da passt der klasse auf. Der Gegner war dran, noch ein Eckball. Da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Siegmeier. Und den hält er fest. Gut gemacht. Sakai. Snodgrass. Und der Ball geht deutlich drüber. Er entscheidet auf Freistoß. Die gehen heute schon ziemlich hart rein. Wieder eine Verwarnung und dabei sind sie schon in Unterzahl.
Ja, da muss jetzt auch irgendwas vom Trainer draußen an der Seitenlinie kommen. Die gute Aktion vom Torhüter. Wieder im Tor aus, wieder Eckball. Er zieht ab. Das war die Möglichkeit, aber er macht ihn nicht. Keine gute Aktion vom Torhüter. Und da geht er wieder so rein, obwohl er schon gelb hat. Er nimmt ihnen die klare Torchance und dafür muss er runter. Ist relativ einfach. Der Platzverweis, wie ich finde, Wolf, absolut vertretbar. Super gemacht vom Torhüter. Er holt sich den Freistoß. Jetzt ist es vorbei. Der Schiri einseitig. I know what I waited for, know what I'm living for, and I can't ignore, 'cause I know what I'm fighting for.